Hallo liebe Trending Topics Zuseher. Die Corona-Krise hat natürlich auch die österreichische Startup-Szene erfasst und es jammern viele, dass die Umsätze zurückgehen und dass das Geschäft viel schwerer ist als zuvor. Eine Ausnahme ist Markter.at, ein Online-Marktplatz für Biobauernprodukte, gegründet von Theresa Imre und die habe ich jetzt im Videochat bei mir. Hallo Theresa. Danke für die Einladung und schön, dass wir es schaffen in dieser turbulenten Zeit. Ganz kurz die erste Frage, wie geht's dir in der Krise? Du sitzt auch daheim, genauso wie ich. Erzähl mal ganz kurz, wie hast du die letzte Woche verbracht? Gemischt, sagen wir mal so. Auf der einen Seite versuchen wir natürlich voll auf Homeoffice zu setzen, dort wo es geht. Also eigentlich in allen Bereichen, vor allem jetzt das Backoffice, Marketing, Support und alles miteinander. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Lebensmittel zu packen und das war jetzt sozusagen letzten Donnerstag bzw. der Mittwoch die Vorbereitung schon auch so, dass wir natürlich vor Ort auch die Produkte zusammenholen müssen, achten aber da penibelst auf jegliche Hygienemöglichkeiten bzw. Sicherheitsabstände. Das heißt, dankenswerterweise, meine Mama arbeitet auch in einem Lebensmittelbetrieb, von dem her wissen wir eigentlich sogar, wie produzierende Betriebe damit umgehen müssen, inklusive Schutzmasken, die diversesten auch Schritte sozusagen vom Desinfektionsprozess. Die Ware wird nicht persönlich übergeben. Das heißt, wir versuchen uns auch da bestmöglichst eigentlich darauf vorzubereiten, dass da gar nichts passieren kann. Wissen tun wir es natürlich nie, wenn jemand sozusagen außerhalb unserer Produktion dann auch erkrankt. Aber wir versuchen zumindest alles, was vor Ort ist, bestmöglichst abzuwickeln. Wir sind ja jetzt auch umgezogen. Wahrscheinlich ein weiterer großer Punkt bei uns. Und auch dort im neuen Standort am Franz-Josef-Spahnhof im 9. Bezirk haben wir jetzt höchste Sicherheitsstandards. Das heißt, wir probieren einfach unser Bestes zu tun. Das heißt, das Geschäft rennt gut. Kannst du uns das vielleicht auch kurz in Zahlen erklären? Wie groß ist die Nachfrage jetzt bei euch? Ist das um das Zehnfache, das Hundertfache explodiert jetzt, wo alle daheim sitzen? Und wir stehen bei Faktor 20 Grad. Und das ist für uns komplett absurd. Also jetzt nur so eine ganz konkrete Zahl. Wir haben jetzt nächsten Donnerstag 1500 Pakete zu packen und zu liefern. Das ist für uns eben schon absurd, an einem Tag vor allem. Also wir haben jetzt eben für die gesamte letzte Woche, jetzt glaube ich, wenn ich es jetzt richtig habe, fast 2500 Bestellungen. Aktuell hatten wir nämlich zwei Liefertage nur. Wir erweitern das jetzt aber auch mit wahrscheinlich nächster Woche, also jetzt die Folgewoche, auf die tägliche Zustellung, damit wir einfach mit den Mengen auch diese Routine oder diese Abläufe hinbekommen. Wenn sich sonst nämlich zustaut auf zwei Tage, dann ist das eben wirklich absurd, dass man 1500 Packerl dann am Tag packt. Was noch viel interessanter war, ist gar nicht die Anzahl allein, sondern auch wie viel die Leute dann pro Paket bestellen. Wir haben so viele Leute, die um mehrere hundert Euro eigentlich bei uns einkaufen, was das Ganze natürlich noch komplexer im Backprozess macht, weil dann kriegst du halt nicht eben eine Markterbox, so wie ich sie jetzt eben da stehen habe, sondern dann ist die halt mal fünf gefüllt für eine Bestellung von, ich glaube, die größten Summen waren 400 Euro Bestellungen an Lebensmittel bei uns. Und allein das macht halt unseren Backprozess auch um einiges komplizierter, weil das haben wir noch nie solche Mengen abgewickelt. Aber ich bin wirklich irrsinnig guter Dinge, weil wir auch so merken, ich werde so oft gefragt, kriegen wir überhaupt die Mengen zusammen von den Lebensmitteln? Und wir hatten gerade vorher das Einkaufsmeeting auch und da war eigentlich der O-Ton aus meiner Einkaufsbereichabteilung. Alle Produzenten freuen sich, stocken gerade ihre eigenen Produktionen auch wirklich an unsere Mengen auf. Also ich kriege auch die Rückmeldung, es gibt ja natürlich einige Online-Bestellplattformen in unterschiedlichen Varianten. Ich glaube aber dadurch, dass wir jetzt schon seit 3 Jahren im Aufbau sind und dieses Vollsortiment auch anbieten können, dass wir da scheinbar wirklich für die Kunden das beste Service irgendwie da rausholen können, weil wir kriegen von allen Produzenten die Rückmeldung, wir machen einfach den meisten Teil mit uns, was für uns natürlich auch super schön ist, dann zu sehen, dass wir einzelnen wirklich Betrieben helfen können, durch die Krise zu kommen. Und man richtet sich jetzt aktuell sogar eher nach unseren Bestellmengen, anstatt dass sie sagen, na, habe jetzt zu viel schon und mehr kann ich gar nicht. Also die meisten stocken gerade wirklich auch mit diversester Hilfe ihrer eigenen Produktionen auf. Du hast es gerade angesprochen, die Produzenten, das sind so, glaube ich, ca. 400
Biobauern in Niederösterreich? Ja, nicht nur Bio. Wir haben das grundsätzlich so schon als Hauptfokus für den Einkauf, den wir packen und bündeln. Auf dem Marktplatz an sich kann sich jeder Kleinbetrieb auch listen. Das ist gar nicht jetzt unbedingt mit Einschränkung, dass es biologisch sein muss. Wir schauen uns aber schon die Betriebe immer an, ob das eben unseren grundsätzlichen Standards eben erfüllt. Es sollte einfach kein Großbetrieb sein, der ansonsten für den Handel oder den sozusagen auch die Gastronomie einfach produziert in großen Mengen, sondern wir wollen eigentlich den kleinen Absatzkanäle bieten. Wir machen aber jetzt gleichzeitig, wir haben auch parallel für Wien das, was wir packen und bündeln, einen Produzentenaufruf gestartet. Da haben sich auch schon mehrere hundert Betriebe gemeldet, die jetzt dort rein wollen. Das heißt, allein deswegen muss der Einkauf momentan eh rotieren bei uns. Und dort machen wir jetzt auch auf in Richtung nicht zwingend Bio. Wir wollen es aber ganz klar kennzeichnen auf der Webseite. Das heißt, de facto kann der Kunde oder die Kundin wieder entscheiden, was ist mir wichtig in dem Ganzen. Wir wollen es nur so transparent wie möglich anbieten. Und wofür wir stehen, ist einfach das Netzwerk der Kleinen. Das heißt, wir haben jetzt auch schon Anfragen von großen Biobetrieben oder Bäckereien bekommen. Und da haben wir aber gesagt, wenn grundsätzlich die ja ohnehin ihre Vertriebsstrukturen haben, dann möchten wir eigentlich den Kleinen da die Möglichkeit bieten, da neue Möglichkeiten, ja, das zu nutzen. Jedenfalls, es sind viele Kleine. Wie gehen diese kleinen Betriebe mit der Logistik um? Das ist ja sicher nicht einfach, in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen die Ware eben aus Niederösterreich zum Beispiel rein nach Wien zu bekommen. Wie macht sie das? Also wir machen es aktuell so und wir werden es in Zukunft, wird sogar eigentlich ein großer Teil mit Abholung funktionieren, dass wir uns auch darum kümmern, dass die Produzenten die Ware sozusagen wirklich ab Hof zur Verfügung stellen und wir holen sie von dort ab. Derweil und davor war es eigentlich so, dass sie immer uns selbst beliefert haben. Und jetzt gerade entwickelt sich so eine Art Mischsystem. Ich kann es jetzt nur beim einen Milchhof zum Beispiel sagen, der sitzt eh bei St. Pölten und er sagt jetzt, bis morgen kann er persönlich liefern, ab dann müssen wir ihm das abnehmen. Das heißt, da organisieren wir jetzt gerade schon parallel, teilweise sogar mit externen Helfern, die uns unterstützen, einfach jetzt diese Abholungen. In Zukunft wird das aber wirklich als ein System aufgesetzt, auch mit einem Logistikpartner. Alles klar. Dann halt dort auch immer wieder Sinn, auch Lieferrouten in den jeweiligen Regionen zu machen, um die Ware dann gemeinsam nach Wien zu bringen. Aber ich merke, wir handeln uns gerade von Woche zu Woche eigentlich vor, weil wir einfach so überrascht sind über diese enormen Mengen und dadurch kannst du es eh nicht genau planen, wie es in 3 Wochen dann ausschauen wird. Es soll das Prinzip Full-Service-Charakter absolut einnehmen, sowohl für die Betriebe als auch für die Konsumentinnen, die bei uns bestellen. Was glaubst du, woher kommt jetzt diese große Nachfrage? Weil im Supermarkt ums Eck bekommt man ja trotzdem nach wie vor alles. Manchmal ist das Klopapier aus, manchmal ist der Reis aus, aber sonst gibt es ja wirklich alles. Ist das jetzt wirklich der Bedarf oder ist das auch so eine gewisse Solidarität der Konsumenten gegenüber den kleinen Betrieben, wo man sagt, okay, ich will die jetzt wirklich gezielt unterstützen. Was ist da deine Theorie? Ich glaube schon, dass es eine große, also es ist, glaube ich, die Mischform, sage ich einmal ganz bewusst. Ich glaube, auf der einen Seite merken wir, es bestellen wahnsinnig viele ältere Leute bei uns. Also da sehe ich eher das Bedarfsthema auch. Ich meine, die haben oftmals sogar noch mehr Bezug zu den Kleinbetrieben, weil da ist man halt noch gewohnt gewesen, eben direkt irgendwo einzukaufen. Das heißt, bei den älteren Personen sehe ich schon, dass auch unser Service wirklich richtig cool ist. Wir haben dafür jetzt auch unseren eigenen Telefonsupport hoch aufgestockt. Das sind bei uns jetzt 4 Leute, die wirklich rund um die Uhr den Support betreuen. Na, 5 sind wir mittlerweile. Einfach, weil auch so viele anrufen und dann halt Unterstützung brauchen, zum ersten Mal im Internet was zu bestellen. Wir gehen das wirklich Schritt für Schritt mit denen am Telefon durch und da ist es überraschend, wie viele Leute über 80 wirklich bei uns jetzt mittlerweile bestellen. Also das ist auf der einen Seite, wo ich wirklich sage, ma, voll schön, dass unser Service jetzt jemanden auch wirklich bedient, der es auch so braucht. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, was du eben angesprochen hast, mit der Solidarität irgendwie auch zu sehen. Man will halt gerade in den Zeiten irgendwie diese Kleinbetriebe unterstützen. Und für mich ist es irgendwie erkenntlich, dass das Bewusstsein sich halt irgendwie dreht sehr stark in diesen Zeiten. Also wirklich auch zu überlegen, wie sind unsere globalen Strukturen? Ich glaube, es ist jetzt einmal für alle präsenter ein Thema, das ich eigentlich seit Jahren versuche anzusprechen, dass das absurd ist, dass wir Lebensmittel quer über die Welt schiffen und nur dort anbauen, wo die günstigsten Arbeitsbedingungen sind. Ich finde schön, dass eigentlich umgekehrt so eine Krise auch ein bisschen mehr Bewusstsein zu gewissen, ja, vielleicht auch Konsumverhalten letztendlich auch führt und zu sagen, okay, was braucht man eigentlich alles immer? Ich glaube wirklich, dass diese Krise auch ein Potenzial in sich hat, dass wir ein bisschen als Gesellschaft nachdenken, was ist denn eigentlich wichtig? Schauen wir mal, wie lange das so hält, aber grundsätzlich habe ich Hoffnung daran. Alles klar. Ich bin überrascht, dass so oft davor
jegliche Freunde und alle immer wieder gesagt haben, ja, dein Projekt, das ist alles idealistisch, großartig, aber letztendlich, bis ich zum ersten Mal bestelle, braucht es halt irgendwie den extra Schubfer zum 10. Mal. Also es war wirklich für uns nicht leicht, diese Erstbestellungen zu bekommen. Und es ist so wahnsinnig überraschend, wie dann so eine kurze Krise, das merkt man ja bei allen unseren Verhalten, letztendlich mit von zu Hause bleiben bis wie jeglicher, keine Ahnung, jegliche ökologischen Themen, aller Flugverkehr und Reisen und was auch immer alles jetzt momentan die Umwelt sich erholen kann. Es ist schon spannend, wie schnell wir uns doch dann als Menschen ändern können, wenn man so lang sagt, ja, bis dann ein Verhalten sich ändert, dauert es lange, aber scheinbar geht es auch schnell, wenn dann krasserweise halt sowas kommt. Für die Leute, die sich dafür interessieren, die da gerne bestellen wollen, aber vielleicht ein bisschen skeptisch sind, kannst du uns ganz kurz schildern, hygienetechnisch, wie funktioniert es, wie sorgt sie dafür, dass die Packerl da wirklich quasi schonend an der Haustüre ankommen? Also grundsätzlich ist auch die Haustür eine komplett kontaktfreie Übergabe. Wir schauen das auch mit unserem Logistikpartner in Wien und beziehungsweise mit der Post ist es genauso gleich überall. Das heißt, die Ware wird nie direkt übergeben in die Hand, sondern es soll vor der Haustür abgestellt werden, sodass der Kunde dann oder die Kundin letztendlich einfach nur die Haustür öffnet und das Paket steht da. Das heißt, das ist der letzte Schritt, dass es auch wirklich keine sozusagen Berührung da zwischen dem Lieferdienst gibt und der Kundin. Und alles davor ist im Endeffekt eben wie ein bisschen beschrieben bei uns so, dass wir genauso ähnliche Prozesse versuchen dort einzuführen. Das heißt, auch wenn der Produzent oder die Produzentin das jetzt zu uns liefert, dass es daran keine Berührung gibt, sondern da gibt es eine Warenabstellzone sozusagen, dann wird der Wareneingang überprüft. Wir schauen halt das Bestmöglichste, was man momentan halt auch wirklich tun kann. Genauso wie eine halbe Stunde alles desinfiziert wird. Also es ist, glaube ich, einfach, dass man versucht, die bestmöglichen Sicherheitsstandards einzuhalten bei uns. Eine letzte Frage für die Zukunft. Du hast vorher erwähnt, ihr werdet jetzt auch weitere Produkte aufnehmen, die jetzt nicht zwingendermaßen mit Biobauer und Co. zu tun haben. Wenn Markt da quasi picken bleibt, wenn die Leute jetzt quasi nach Ende der Krise weiter bei euch bestellen, wird ja mal so ein Riesen Amazon für Österreich oder was ist die Vision? Schauen wir, ob es Österreich oder die ganze Welt wird. Na, aber grundsätzlich ist schon die Vision, ein Netzwerk der Kleinen zu schaffen und dadurch neue Versorgungsstrukturen auch aufzubauen. Und ich glaube, das Spannende, was ich halt finde, ist, wie können wir ein System schaffen, wo man eigentlich die Skalenvorteile der Großen auch den Kleinen letztendlich schaffen kann, durch digitale Themen, durch logistische Themen. Das optimiert sich ja alles preistechnisch erst mit Mengen, die abgewickelt werden. Und dementsprechend finde ich es eigentlich schon großartig, natürlich, dass wir jetzt so schnell bei den Zahlen sind, mit denen ich eher in 1-2 Jahren gehofft habe, muss ich wirklich sagen, mit dem Wachstum ohne jetzt riesige Marketingbudgets. Wir sind jetzt aus dem Glück im Endeffekt da und wollen natürlich alle daran setzen, auch bestmögliche Qualität und Service zu liefern, dass wir eben die Kunden auch danach behalten und überzeugen können. Und für mich ist es dann schon so, dass ich das sehr gut mir vorstellen kann. Wir nehmen jetzt gerade zum Beispiel auch Reinigungsmittel, also wir haben bereits jetzt Reinigungsmittel auch im Sortiment, beispielsweise von einem obersteirischen Seifenproduzenten oder beziehungsweise eben auch also von Mittel bis alles Mögliche. Weiter wird es dann gehen in Zukunft auch mit Drogeriewaren, also grundsätzlich auch sozusagen Pflegeprodukten. Und ich kann mir auch vorstellen, sogar wirklich auch in weiterer Zukunft allgemein das Thema nachhaltigen Konsum anzugehen. Das heißt auch zu überlegen, wie kann man nachhaltige Kleidung über eine Plattform gemeinsam letztendlich vertreiben. Weil es ist überall das Thema der, ja, wie kann man sich zusammenschließen, damit man gemeinsam effizient auch was ist. Und eben gegen die Großen auch einfach was machen kann. Theresa, die Gründerin von Magda bei uns im Gespräch. Magda, derzeit ein boomendes Business, eines der wenigen Unternehmen, die in der Krise gut gefragt sind. Theresa, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin dabei und vielen Dank euch, liebe Training Topics Zuseher, beim Zuschauen und wir werden uns demnächst bald wieder aus dem Homeoffice mit einem neuen Studiogast bei euch melden. Bis dann und ciao. Alles Liebe.